Markus Gunkel regelt noch letzte Details. Gleich wird er den von ihm angemeldeten Ostermarsch anführen. 1500 Menschen sind gekommen, 400 mehr als vergangenes Jahr. Ganz schön viel Arbeit, so eine Friedensdemo. Wie wollen wir das denn hier machen überhaupt, ist ja die Frage. Sollen wir nachher da längs oder da vorne längs? Sie gehen da längs, einmal durch St. Georg. Mit dabei sind vor allem linke Gruppen, aber auch Menschen, die spontan vorbeigekommen sind. Markus Gunkel ist für alle der Ansprechpartner. Also was weiß ich, dann gefällt jemandem ein Transparent nicht oder irgendeiner, der irgendwie angeblich nicht in die Demo passt oder so. Und dann soll man da sich mit auseinandersetzen. Das ist schwierig. Als die Demo am Alsterufer ankommt, wird es wirklich schwierig. Unter die Demonstranten hat sich eine Gruppe gemischt, die Markus Gunkel und den meisten anderen Demonstranten gar nicht passt. Sie tragen auffällige weiße Westen, wollen den Ostermarsch für ihre Zwecke nutzen. Sollen dort Leute von der deutschen Mitte sich beteiligt haben, die problematische Positionen haben, die teilweise auch antisemitisch sind. Und solche wollen wir natürlich im Zug nicht haben. Und da gab es darum Auseinandersetzungen und dadurch stockte der Zug. Gunkel teilt der Gruppe mit, dass sie hier nicht erwünscht ist. Die Ansage: Weste aus oder nach Hause gehen. Ständig sucht er den Kontakt zur Polizei und umgekehrt. Demoleiter, ein Vollzeitjob. Vor allem, wenn man zwischendurch auch noch eine Botschaft verbreiten möchte. Wir fordern Stopp der Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen. Die Themen der Ostermarschierer reichen von Hamburg über die Türkei bis nach Syrien. Die wichtigste Forderung: alle Kriege beenden. Kommt die Botschaft an? Wir haben, glaube ich, auch relativ viele Passanten doch auch dann gehabt zwischenbei und haben Flugblätter auch verteilen können. Also insofern bin ich sehr zufrieden damit, wie es jetzt gelaufen ist. Ein friedlicher, erfolgreicher Nachmittag für Markus Gunkel. Nächstes Jahr ist er wieder vorne dabei.